Haben Sie sich schon mal mit Informationstheorie befasst? Kybernetik und so? Meine, ich bin ja auch kein Fachmann, mach das mehr so nebenbei, nicht? Aber sollten Sie sich mal drum kümmern. Ich meine, in diesem Punkt haben die Leute recht. Information ist heute alles. Wissen Sie zum Beispiel, was Ihre Frau gestern Morgen gemacht hat? Oder der Mann oder die Kinder? Ja, natürlich, generell wissen wir das, aber richtig wissen, wissen wir es nicht. Ich meine, wir tun so, als ob, nicht? Wir geben uns redlich Mühe, die Leute einzuseifen. Aber wenn es dann drauf ankommt und wir die Karten auf den Tisch legen müssen, nicht? Dann ist garantiert immer einer dabei, der bessere Karten hat als wir. Und warum? Nur weil er besser informiert war. Du auch schon? Tag, Bösi. Störe ich? Ich bleib wirklich nur eine Minute. Na komm rein, Kaffee ist gleich fertig. Du bist ja eine Ewigkeit nicht hier gewesen. Oh, Donnerwetter. Oh, das ist ja piekfein. Und alles renoviert. Und die schönen Möbel. Ich habe auch Brötchen mitgebracht und Aufschnitt. Isst du immer noch so gerne frische Kalbsleberwurst? Oh, da ist Kalbsleberwurst mitgebracht. Ja, und Gürkchen von Beinlers an der Ecke, wo wir früher immer gekauft haben. Also das ist ja klasse hier. Richtig repräsentativ. Das muss ja Spaß machen, bei euch zu arbeiten. Ist das Bentins Arbeitszimmer? Und meins, wenn ich ihn vertrete. Sag mal, woher wusstest du eigentlich, dass er heute Morgen nicht da ist? Wer nicht da ist? Komm schön. Wenn du gewusst hättest, dass Bentin heute hier ist, dann wärst du hier nicht aufgekreuzt. Mit Leberwurst, Brötchen. Naja, wie das so ist, Bösi. Also, man will ja nicht zur Last fallen. Und da habe ich gestern mal kurz durchgerufen, mehr so allgemein, weißt du, von Firma zu Firma. Wo ist er denn eigentlich? Ist er krank? Seine Mutter zieht um. Kannst du dir vorstellen, was da los ist? Bist du denn ganz allein hier? Die Windisch ist zum Friseur. Die Jelinek? Naja, am 15. sind wir die los. Die geht. Die Jelinek geht? Gott sei Dank, kann ich nur sagen. Gott sei Dank. Wie die das erste Mal hier angetrabt ist, da wusste ich doch sofort, die sucht keine Arbeit, die sucht einen Mann. Naja, du kennst das ja. Na, gute Leberwurst. Ich hab auch die teure genommen. Der Bentin kann von Glück sagen, dass er mich hat. Mit all den Dämchen alleine wird er doch aufgeschmissen. Wir sind eben noch vom alten Schrot und Kornbösi. Hat sich denn schon jemand auf eure Annonce gemeldet? Woher weißt du denn, dass wir annonciert haben? Oh, Herr Bösi, weißt du, ich lese doch sonntags immer die Stellenangebote. Also die weiblichen jedenfalls. Das ist nun mal so ein Tick von mir. Und wie ich da unsere Telefonnummer gelesen habe, da habe ich gedacht, na ja, geht wieder eine weg. Dafür, dass du 9 Jahre hier weg bist, bist du ja ganz schön informiert. Donnerwetter. Ich denke, du bist ganz zufrieden da in Elmshorn, in deiner Baumschule Hoppe. Das bin ich auch, Bösi. Sogar sehr. Es ist nur, wenn man sich das alles vorstellt, weißt du, die Möglichkeiten und so. Haben sich denn schon welche gemeldet? 8, Irmchen, 8. 2 davon sind in der engeren Wahl. Einer hat die Stelle schon so gut wie sicher. Das ist ja schön für euch. Könnt ihr ja ganz zufrieden sein. Das sind wir auch. Wenn du das wissen wolltest, das hätte ich dir auch am Telefon sagen können. So, entschuldige, Irmchen. Hier. Eine Leberwurst. In 5 Minuten kommt der erste Klient. Sag mal, siehst du hier irgendwo Bier? Nee. Scheiße. Lebensart haben die Leute. Können sich noch nicht mal einen Kasten Bier leisten. Aber umziehen müssen sie. Ich sage dir, Schorsch, der Alte hat uns doppelt geliefert. Der ist schon der 5. Zug in diesem Monat ohne Schmier. Warte ab, die kriegen wir. Und wenn ich jedes Stuhlbein einzeln raustragen muss. Sag mal, willst du reden oder soll ich? Junge Frau, wir sind hier. Ja, wieso? Hier unten ist doch schon alles ausgeräumt. Sie müssen jetzt nach oben gehen, meine Herren. Was denn? Erst mal futtern. Frühstückszeit. Frühstück? Ja, guten Appetit, die Herren, und lassen Sie sich nicht stören. Ne? Aber Herbert! Ich hab gehört, hier soll es irgendwo Bier geben. Wissen Sie, wo wir das finden? Bier? Das muss ein Irrtum sein. In meinem Hause gibt es gar kein Bier. Und schon gar nicht zur Frühstückszeit. Ja, das haben wir leider auch schon festgestellt. Prost, Kaffee. Ja, Mutter, heißt dann für die Leute kein Bier besorgt? Die Männer haben doch Durst. Aber ich habe jedem der Herren einen Liter Vollmilch angeboten. Wenn sie Durst gehabt hätten, hätten sie sie getrunken. Aber die Herren haben ja abgelehnt. Mutter, guck mal, Möbel schleppen, nicht? Das ist ein ganz harter Beruf. Da schwitzt man, da braucht man Flüssigkeit. Ja, Milch ist ja Flüssigkeit. Ich habe ihnen ja schließlich kein Käse angeboten. Aber liebe Frau, Milch löscht doch keinen Brand.
Davon kriege ich ja noch mehr durch. Na, dann trinken Sie noch einen Liter von mich. Ich habe extra 4 Liter besorgt, Herbert. Aber Mutter, wenn die Leute nun lieber Bier wollen. Nein, Bier ist ungesund. Das führt zu Leberschäden. Außerdem schwemmt es auf. Das sieht man ja an dir. Meine Herren, Sie müssten wirklich mehr auf Ihre Gesundheit achten. Habt ihr ja gesagt, der Alte hat einen Pieker auf uns. Hallo, Riekchen. Tag, Herbert. Tag, die Herren. Ihr zieht um, nicht? Gratuliere. Ich war nämlich heute in deinem Büro, Herbert, und da hat die Böse gesagt, ich muss nämlich mit dir sprechen, Herbert. Weißt du, ich habe da ein Problem. Riekchen, wir haben keine Zeit für deine Probleme. Wir ziehen um. Ja, komm. Ich weiß, Riekchen. Komm, Irmchen. Ich habe ja den Möbelwagen gesehen, ja, vor der Tür. Sag mal, Irmchen, bist du mit dem Wagen da? Ja. Oh, kann ich irgendetwas für euch tun? Wir verdursten, junge Frau. Wir brauchen Bier. Das kann ich doch besorgen, ja, Moment, Herbert. Moment, warte, Irmchen. Geld. Das lege ich aus. Genügt ein Kasten. Doch nicht ein ganzer Kasten, Irmchen. Aber das schaffen die Spieltrickchen, wirst sehen. Nein, ein Hunde kommt selten allein. Vielen Dank, Chef. Wir trinken dann eins auf Ihr Spezielles und auf das der jungen Dame. Ja, und Sie räumen dann nach dem Frühstück gleich das obere Zimmer aus, ja? Das schaffen Sie doch bis 12, oder? Ah, na ja, mit ein bisschen Schmiere würden wir vielleicht sogar bis 11 schaffen. Nicht wahr, Schloss? Wäre ein Klacks. Nein. Vielen Dank. Also, das ist nicht nötig. 12 reicht völlig. Übrigens, Herr Bentin, den Schlafzimmerschrank von Ihrer alten Dame, den kriegen wir nicht die Treppe runter. Was? Wieso bekommen Sie den nicht die Treppe herunter? Er ist doch auch nach oben gekommen. Mag sein, liebe Frau. In Einzelteilen. Aber nicht, wie er jetzt dasteht. Der Schrank ist genauso nach oben gekommen, wie er jetzt dasteht. Ich weiß das genau. Schließlich war ich ja dabei, als er geliefert wurde. Aber Mutter, das ist doch über 25 Jahre her. 28 Jahre. Ich erinnere mich noch wie heute. Vater war gerade zum Amtmann befördert worden. Mutter, der Schrank ist bestimmt in Einzelteilen geliefert worden. Das kannst du gar nicht wissen. Du warst ja vormittags immer in der Schule. Entschuldigen Sie bitte, aber wenn mein Kollege sagt, der Schrank geht so nicht runter, dann geht er auch so nicht runter. Aber Sie haben es doch noch gar nicht versucht. Mutter, die Leute sind Spezialisten. Also die haben ein Augenmaß, nicht für sowas. Und selbst wenn er runterginge, was er nicht tut, kriegten wir nicht runter, weil er viel zu schwer ist. Der Wiecher Zentner. Was, du hast den Schrank gar nicht ausgeräumt? Nein, natürlich nicht. Dann zerknittert mir doch alles. Mutter, also Sie schrauben den Schrank selbstverständlich auseinander. Wir räumen ihn inzwischen aus. Nein. Jetzt komm, ich soll Mutter. Den ganzen Schrank ausräumen? Na also. Und wenn das noch nicht reicht, dann muss eben noch ein Spiegel dran kloben. Sag mal, Mutter, das willst du doch nicht alles mitnehmen. Ja, soll ich es vielleicht wegwerfen? Ich meine, da sind doch Sachen dabei, die hast du doch zuletzt vor 30 Jahren getragen. Sieh dir doch den Krempel mal an. Das ist kein Krempel, das sind alles liebe Erinnerungen. Mutter, liebe Erinnerungen, dieses Haus, das quillt doch über voller Erinnerungen. Also, was ich allein im Keller gefunden habe. Eine alte Babybadewanne, verrostete Fahrräder, die Marmeladengläser habe ich gar nicht erst gezählt. Sogar einen alten Tretroll. Von mir ohne Räder. Man weiß nie, wann man das alles wieder braucht. Sag mal, Mutter, was ist denn in diesen 1000 Schachteln hier? Lass meine Schachtel. Sag mal, da ist ja überall Seife drin. Die Seife kommt mit. Ja, aber was willst du denn mit der vielen Seife? Die reicht ja 50 Jahre für eine 10-köpfige Familie. Im Krieg wären wir sehr froh gewesen, wenn wir alle so viel Seife gehabt hätten. Mit Seife konnte man alles eintauschen. Mutter, wir haben keinen Krieg, wir sind im Frieden. Du kannst doch heute Seife zentnerweise kaufen. Ja, das tue ich ja auch bereits. Wenn ich das alles geahnt hätte, hätte ich nie die Einwilligung zum Verkauf des Hauses gegeben. Ich hasse Umzüge, das weißt du genau. Lass meine Seife. Mutter, dazu ist es jetzt zu spät. Ich habe 2 Dutzend Müllsäcke gekauft. Ich habe die Stadtreinigung bestellt. Also bitte stopf jetzt die Säcke voll. Das ist doch hier, das ist doch alles nur Plunder. Herbert, nicht! Das ist mein Hochzeitskleid. Das hat sogar die Bomben überlebt. Leider, Mutter, leider. Herbert, ein Hochzeitskleid wegwerfen bedeutet Unglück. Mutter, du trägst doch dieses Kleid nie wieder. Oder willst du vielleicht noch mal heiraten? Das kann man alles nicht wissen. Aber nicht in diesem Kleid. Mutter, das Kleid, das ist verschossen. Guck mal, das ist verfärbt. Das ist durchlöchert, nicht? Das nimmt ja nicht mal mehr das Rote Kreuz. Herr, ist das ein irrer Fummel. Hier, Herbert. Oh, darf ich mal, Riekchen? Nein. Nur mal anhalten. Oh.
Das ist ja ein Hammer. Dein Hochzeitskleid, was? Steht mir auch, findest du nicht? Guck mal, Herbert. Hübsch, was? Jörmchen, hier ist keine Modenschau, ja? Leg das Kleid weg. Sag mal, was willst du hier überhaupt? Ist doch sehr nett von ihr, dass sie uns helfen will. Mutter, bitte halt dich da raus. Also, was willst du hier? Ja, weißt du, Herbert, die Sache ist nämlich die, das ist gar nicht so einfach. Du kennst doch meine Firma. Was denn für eine Firma? Na, in Elmshorn, Baumschule Hoppe, wo ich hin bin, nachdem ich von dir wegging. Irmchen. Was blieb mir denn anders übrig nach allem, was vorgefallen war? Na, fick die Herrschaften mal stören. Nein, sie stören überhaupt nicht. Also, jetzt fangen Sie doch bitte endlich mal an, hier auszuräumen. Also nicht so, Herr Bentin. Nicht antreiben, ja? Da stößt unsere Gewerkschaft ganz sauer auf. Wir haben noch 5 Minuten. Ich wollte nur mal fragen, wo unser Flaschenöffner ist. Der gehört nämlich der Firma. Den hast du, Herbert. Ich? Wieso ich? Wahrscheinlich hast du ihn in die Hosentasche gesteckt. Wie alles. Entschuldigung. Zap, zerab, die Masche kenne ich. Das kann ja mal vorkommen. Herr Bentin, wenn der nicht rechtzeitig leer ist, garantieren wir nicht für Ihren Zeitplan. Ärmchen, du gehst jetzt sofort runter und holst die Müllsäcke rauf. Ja. Und du, Mutter, du wirfst alles weg, was du in den letzten 10 Jahren nicht auf dem Leib gehabt hast. Riekchen, du willst doch nicht all die schönen Kleider wegwerfen. Ärmchen, wir müssen bis 12 aus dem Haus sein, verstanden? Ja, Herbert, wir beeilen uns ja. Ist er weg? Ja, Irmchen, wir räumen alles in die Müllsäcke. Und im neuen Haus, da misten wir aus. In aller Ruhe. Naja, Sie wissen ja, wie alte Leute sind. Die können sich von nichts trennen. Also, alles, was in den Müllsäcken ist, das kommt auf keinen Fall mit rüber. Ist gemacht, Chef. Stellen wir alle raus auf der Straße. Nein, nicht auf die Straße. Da sieht sie es doch. Sie müssen sie ums Haus rumbringen, in die Nebenstraße. Da, wo ich den ganzen anderen Krempel auch hingestellt habe. Sie sehen es schon vom Weiten. Für die Extraarbeit. Haben Sie es nicht ein bisschen größer? Ist in Ordnung, Chef. Ist schon so gut wie auf dem Müll. Der hätte auch in 20 rausgerückt. Hör mal zu, George. Du bist ein prima Kumpel. Aber eins wirst du nie begreifen. Psychologie. Wieso im Büro? Wieso warst du denn im Büro bei Herbert? Du musst doch arbeiten. Ja, Riekchen, das ist es ja eben. Ich hab's dir doch erzählt. Von der Baumschule Hoppe. Auf deinem Geburtstag, wo wir Käsekuchen gegessen haben. Also, meine Damen, jetzt kann's losgehen. Da sind wir. Oh, meine Herren, ich habe eine riesengroße Bitte an Sie. Sie betrifft meinen Sohn. Sie wissen doch, wie junge Menschen heutzutage sind. Die werfen alles weg. Riekchen, das kann's aber Herbert nicht anhängen. Der hat nur seine Prinzipien. Ja, die hat er. Sehen Sie, diese blauen Müllsäcke da, die sollen alle rüber ins neue Haus, ohne dass mein Sohn etwas davon merkt. Und hier für Ihre kleine Mühe. Ja, wir hätten Ihnen ja gerne den Gefallen getan, aber... Wieso aber? Aber Ihr Sohn meinte, wir sollen Sie vors Haus stellen. Für die Müllabfuhr. Er hat uns dafür einen 20er gegeben. Ich meine, das wäre ja nur nicht reell, liebe Frau, ne? Wir können ja nicht einen 20er von ihm nehmen und Ihnen dann das Zeug ins Haus schaffen. Riekchen, jetzt boten wir Herbert mal tüchtig aus. Die schönen Kleider. 5 und 20. Das sticht, was? Warum schön? Sie bringen uns aber da ganz schön in die Zwickmühle, junge Frau. Was meinst denn du, Bernd? Na ja, ich meine, wenn die Damen dicht halten. Die Damen halten dicht. Aber da ist noch etwas, meine Herren. Kommen Sie mal mit. Das hier muss auch alles ins neue Haus. Und zwar, ehe mein Sohn wieder hier ist. Riekchen, das ist doch alles Altpapier. Wozu nimmst du denn das mit? Weil ich es brauche. Ich habe schließlich nicht jahrelang gesammelt, um es wegzuwerfen. Mann, das wiegt ja Tonnen. Naja, Sie sind ja groß und stark. Sie werden das schon schaffen. Also, hören Sie mal, meine liebe Frau, ja? Ich will mich ja nicht in Ihre Familienangelegenheiten mischen. Aber ich, anstelle Ihres Sohnes, würde den ganzen Mist auch wegschmeißen. Also, erstens bin ich nicht Ihre liebe Frau. Und zweitens sind Sie hier, um einen Umzug zu machen.
und werden dafür von uns bezahlt. Das war ja nur ein unverbindlicher Rat, nicht? Wir räumen natürlich alles, was Sie wollen. Ist ja unser Beruf. Und bitte gehen Sie sehr sorgfältig damit um. Das sind Ausgaben, die man heute nicht mehr kaufen kann. Also denn, mal runter mit der Bibliothek. Irmchen, du verdirbst die Leute. Riekchen, ist doch für eine gute Sache. Trotzdem, 10 hätten auch genügt. Aber es war sehr nett von dir. Danke. Nicht der Rede wert, Riekchen. Man hilft, wo man kann. Würdest du doch auch tun. Weißt du übrigens, dass ich entlassen bin? Was? Du bist entlassen? Ja, Riekchen, das ist wie ein Schlag mit dem Hammer, so von einem auf den anderen Tag. Die Hobbys verkaufen nämlich, weißt du, sind nicht mehr die Jüngsten. Und so eine Baumschule macht doch Arbeit und Kinder sind auch keine. Und oh, ist das ein hübscher Fummel. Ist doch uralt. Nee, nee, Riekchen, sowas ist heutzutage wieder hochmodern. Ja? Na, dann behalten doch. Saum ist doch noch genug drin. Nein, wirklich, Riekchen, ich möchte dich nicht berauben. Nee. Nachher trägst du es doch noch mal. Ist mir ja 3 Nummern zu groß. War übrigens ein sehr günstiges Ausverkaufsangebot. Sag mal, hast du denn schon was Neues? Nein, Riekchen, das ist es ja eben. Deswegen bin ich ja hier. Irmchen? Ja, ich weiß, Herbert mag das nicht, aber das ist doch nur alles schon so lange her. Wir sind ja auch beide reifer geworden. Ach. Und mal muss man auch einen Schlussstrich ziehen unter die Vergangenheit. Schließlich bin ich ja noch jung, Irmchen. Voller Energie und Irmchen, so. Moment! Ist was? Herbert! Oh, halt, halt! Bleiben Sie, Moment, Moment, was? Was ist, was machen Sie denn da? Das sehen Sie doch, wir laden auf. Ja, aber doch nicht das! Laden Sie das sofort wieder ab! Wo haben Sie das überhaupt her? Na, woher sollen wir das schon haben? Von oben natürlich. Da ist doch ein ganzes Zimmer voll. Ganzes Zimmer voll? Na, Herr Benti, sehen Sie mal, das macht uns doch auch keinen Spaß. Ihre alte Dame sagt, wie Sie sagen heute, wir rennen die Kartoffeln raus aus der Kartoffeln. Ja, wer hat denn nun das Sagen? Ich? Ich bezahle ja schließlich den Umzug. Und ich wünsche nicht, dass diese Zeitungen hier ins neue Haus kommen. Also laden Sie sie wieder ab. Das geht nicht. Wieso geht das nicht? Weil uns Ihre alte Dame 20er extra gegeben hat, damit wir ihren Kram mitnehmen. Sehen Sie mal, Bentin, das können Sie doch der guten alten Frau nicht antun. Die hängt nun mal an Ihren Zeitungen. Also gut, hier haben Sie noch einen 10er und jetzt schaffen Sie das Zeug gefälligst dahin, wo die Müllsäcke auch hinkommen. Na bitte, läuft da die Schmiere? Sind da für jeden schon fast 30. Und was machen wir mit den Scheißzeitungen? Na, was schon? Halbe, halbe. Was halbe, halbe? Die Hälfte auf den Müll, die Hälfte ins Haus. Korrektheit ist in unserem Geschäft alles. Mutter! Ja, Herbert? Du hast ja die ganzen Zeitungen, die ich vorgestern mühsam auf die Straße geschafft habe, wieder ins Haus zurückgeholt. Es sind meine Zeitungen. Und du hast sie heimlich aus dem Hause geschafft, während ich einkaufen war. Das war nicht fair von dir, Herbert. Aber Mutter, was willst du denn mit dieser Flut von Papier? Da sind ja Zeitungen von 1953 dabei. Natürlich, weil das Jahr war, wo ich im Verzuge war, mit dem Ausschneiden. Aber das hole ich jetzt alles nach, im neuen Haus. Irmchen, sag ihr, dass das an Schwachsinn grenzt. Riekchen, er meint es nicht so. Es ist ja nur, weil es so viel Papier ist und da hat er ja auch recht. Nein! Im gewissen Sinne doch. Du hättest doch die Seiten, die du behalten willst, rausreißen können. Ja, wenn ich nicht dazu gekommen bin. Herbert, nun gönn dir doch die alten Zeitungen. Das ist doch egal. Nein! Seit meiner Kindheit lebe ich in diesen Papierbergen. Die kommen mir nicht ins neue Haus. Um Gottes Willen, Mutter, jetzt bitte sag mir doch, was willst du denn da ausschneiden? Na, alles. Es ist schließlich mein Haus und da kann ich aufheben, was ich will. Oh Gott. Riekchen, reg dich nicht auf. Die Zeitungen kommen sowieso rüber. Ich hab die Männer gespickt. Mutter,
Kannst du mir sagen, was du mit meinem Kinderzimmer gemacht hast? Du hast gesagt, ich soll ausmisten. Ich habe ausgemistet. Mutter, das ist kein Ausmisten mehr. Das ist ja eine totale Liquidation. Herbert, du lebst seit 20 Jahren nicht mehr in deinem Kinderzimmer. Aber das ist kein Grund, mein Segelflugzeug zu zerstören. Segelflugzeug? Es ist nicht einmal gesegelt. Es war eine völlige Misskonstruktion. Aber ich habe es selbst gebaut. Meine Fußballbilder, die hast du auch weggeworfen. Und das Schiff und mein Elvis, der ist total zerknittert. Herbert, du hattest 20 Jahre lang Gelegenheit, die Sachen mit in deine Wohnung zu nehmen. Mutter, ich wollte es immer tun. Aber du hast es nicht getan. Gott, man kommt ja zu nichts mehr. Bei dem Stress, den man heute als freier Unternehmer ausgesetzt ist. Hier bitte, Ärmchen. Schau dir das an. Meine Schulhefte wollte sie auch wegwerfen. Es waren ja sowieso nur 4 und 5 drin. Das ist nicht wahr. Bitte, Ärmchen, schau dir das an. Herbert, bei der Rechtschreibung hat es aber wirklich mit dir gehabt. Ach, was? Das war doch nur in einem einen Jahr, wo ich 2 Monate fehlen musste. Oh. Wegen Krankheit. Halt! Halt, wo wollen Sie damit hin? Nach unten, wo auch der andere Krempel ist. Haben doch Sie selbst gesagt. Komm, lassen Sie den stehen und den kümmere ich mich selber. Scheiß Korb. Herbert! Der Korb aus dem Kinderzimmer kommt mir nicht mit ins neue Haus. Das würde ich auch niemals zulassen, Mutter, bei deiner Lieblosigkeit. Der kommt mit zu mir. Da ist er vor dir sicher. Scheißkorb! Fassen Sie doch mal mit an! Ja, nichts als Krach und Zank. Und all das bloß wegen dieses grässlichen Umzuges. Bloß weil er partout dieses Haus verkaufen wollte. Mein Gott, was war das früher so ruhig hier, so friedlich. Liebchen, das ist doch nur im Augenblick, wenn du erst umgezogen bist, wird alles wie früher. Nein. Und noch schöner und noch ruhiger. Nein, nein, es wird nie wieder werden, so wie früher. Irmchen, all die Erinnerungen, all das, woran man gehangen hat. Mein Gott, so ein Haus, das ist doch nicht wie ein paar alte Schuhe, die man wegwirft, wenn sie abgetragen sind. Riechen, du musst nur auch mal ökonomisch denken. So ein Haus verliert doch an Wert. Und wenn du schon mal Schwamm isst im Keller, das ist eine prekäre Sache, glaub mir. Ach, der Schwamm. Stört doch keinen Menschen. Wann bin ich denn schon mal in den Keller gegangen? Nein, Moment, den kriegen wir da so nicht rein. Der ist viel zu sperrig. Den müssen wir aufmachen. Nein, machen Sie nicht auf. Da sind Geschäftspapiere drin, mit in Jahrgangsweise geordnet. Ja, was wollen Sie jetzt machen? Ja, ich meine, vielleicht können Sie ihn ja nachher bei mir zu Hause vorbeibringen. Nähe Mittelweg, nicht? Liegt ja fast auf Ihrer Strecke. Naja, also fast. Ich meine, ich würde Ihnen ja gerne den Gefallen tun, wissen Sie, aber unser Alter, der ist so mächtig genau mit dem Kilometerstand. Ich meine, da müssten wir uns irgendwas einfallen lassen. Die kassieren ja schon wieder. Und Herbert unterstützt das auch noch. Das ist nun mal heute so, Riekchen. So ein Umzug, der kostet. Sieht eben heute jeder zu, wo er bleibt. Also, ich dachte, wo doch die Jelinek auf. Vorsicht, Irmchen, Vorsicht. Das wäre doch vielleicht eine Zwischenlösung, auch für Herbert. Irmchen? Anfangs vielleicht nur für ein paar Wochen. Es soll ja nicht für lange sein, weißt du? Das könnte ich ja auch gar nicht, wo ich doch heirate. Irmchen, hör jetzt aber auf mit deiner Heirat. Davon erzählst du nämlich wirklich schon seit Wochen. Den Mann gibt's wahrscheinlich überhaupt nicht. Riekchen, wie kannst du sowas sagen? Das ist doch nur, weil ich so emanzipiert bin. Das ist auch schwer für so einen Mann, sich daran zu gewöhnen. Glaub mir, Irmchen, er ist ja auch nicht mehr der Jüngste und ich hänge doch an meiner Arbeit. Du führst was im Schilde. Liekchen, ich schwöre dir, es ist eine Notlösung. Das bisschen werden Sie ja wohl bis 12 noch schaffen. Ist ja nur noch dieses Zimmer hier und dann die paar Sachen nebenan. Alles klar, Chef. Sag mal, der Schrank ist ja immer noch nicht leer. Was macht Herbert, ihr denn die ganze Zeit? Herbert, Irmchen hat ein sehr ernstes Problem. Ja, aber doch nicht jetzt, Mutter. Die neuen Besitzer kommen. Wir müssen doch bis 12 hier raus sein. Ach, du Pedant mit deinem Segelflugzeug. Es geht um ein menschliches Problem. Und du guckst immer nur auf deine Uhr. Vorsicht, so kommen sie niemals durch diese Tür. Aber das ist nur, weil ich zur Zeit arbeitslos bin. Mutter, du stehst im Weg. Sie müssen die Spiegel abschrauben, sonst kommen Sie hier nicht durch. Hören Sie mal, wir machen das jetzt schon jahrelang. Wir sind bisher noch mit jedem Möbelstück fertig geworden. Ich will Ihnen nur helfen, damit Sie hier durchkommen. Ja, liebe Frau, wenn Sie endlich mal aus der Tür rausgehen würden, dann wären wir ja längst durch. Mutter, die Leute machen das schon lange. Das sind Spezialisten. Ja, dir ist ja egal, was mit meinen Sachen passiert. Hauptsache, du rettest deine Fußballbällchen. Riekchen, das sind doch Erinnerungen. Da hängt man doch dran. Tun wir doch alle.
Ach, verteidige ihn ruhig. Er ist der Letzte, der dir helfen wird. Mir hat er ja auch nicht geholfen. Wieso soll ich denn Irmchen helfen? Na los, sag's ihm, damit du endlich weißt, was er für einer ist. Herbert, es ist nur, weil ich momentan ohne Arbeit bin. Und da dachte ich also aushilfsweise, bis ich was anderes gefunden habe, vielleicht gibt es ja bei dir was zu tun. Ich bin doch eine ausgebildete Kraft. Du kennst mich und auch fleißig. Ja, Irmchen, es tut mir aufrichtig leid. Du kommst zu spät. Ich habe mich bereits anderweitig gebunden. Das hast du nicht. Das weiß ich. Sag doch lieber gleich, dass du mich nicht willst. Ich bin dir zu alt, aber ist es nur für eine Woche. Und an mir weißt du, was du hast. Ich kann arbeiten wie ein Pferd, aber du willst mich zum alten Eisen werfen. Wie alle. Irmchen. Darüber können wir doch nachher noch sprechen, Mutter. Wir schaffen es nie bis 12. So drückst du dich um alle Entscheidungen. Jetzt sag ihr endlich ja oder nein. Also gut, Mutter. Gut. Aber nur für ein paar Wochen. Nur für ein paar Wochen, Irmchen, das sage ich dir gleich. Jetzt räumt endlich den Schrank aus! Ja. Oh, erst mal eine Lulle. Ja. Mein Spiegel! Mutter, räum den Schrank aus. Nein! Es ist gleich 12. Nein! Das mache ich. Nein! Ich hätte hier nie ausziehen sollen. Ich hab dir doch gesagt, Vorsicht. Aber du musst ja mit Karacho um die Ecke biegen. So was hält er so in Bayern nicht aus. Ach was, solides Holz hätte das abgekonnt. Ich bin doch nur ganz schwach gegen die Ecke geknallt. Ja, macht ja nichts. Zahlt ja sowieso eine Versicherung. Was, bei der Antike? Die nimmt doch noch nicht mal mehr ein Blinder vom Sperrmüll mit. Also, meine Herren, so geht das nicht. Diese Kommode ist ein Erbstück meiner Großmutter. Die werden Sie ersetzen. Herr Bentin, wir können wirklich nichts dafür. Ach was, ich werde mit Ihrem Chef sprechen. Nee, ehrlich, Herr Bentin. Wir stellen die Kommode hin, fällt sie um. Da muss ein Bein locker gewesen sein. Bein? Was denn für ein Bein? Na, das hier. Das war nicht locker, das hält schon seit Jahren. Das habe ich selbst geleimt. Na ja, dann. Was heißt, na ja, dann? Aber, Herr Bentin, Sie hätten uns doch sagen müssen, wenn so ein Stück beschädigt ist. Man kann ja nicht ahnen, dass ein Bein mir nichts, dir nichts wegbricht. Aber wenn schlecht geleimt war... Das war nicht schlecht geleimt. Also, wenn es gut geleimt gewesen wäre, dann hätte es ja wohl auch geheilt. Das ist doch eine... Moment mal. Sie haben ja die Zeitungen doch aufgeladen. Ja, das ist ja nur provisorisch. Die gehen nachher sofort auf den Sperrmüll. Meine Herren, ich habe das Gefühl, Sie spielen mit doppelten Karten. Nee. Also Sie laden das Zeug auf der Stelle wieder ab. Naja, bitte, wenn Sie wollen, aber den 12-Uhr-Termin, den müssen Sie aus dem Kopf schlagen. Wir haben ja auch nur zwei Hände. Riekchen, so ein Spiegel kann man doch ersetzen. Ich hätte mich von Herbert nicht breitschlagen lassen dürfen. Mein halbes Leben habe ich hier verbracht und jetzt soll ich raus. Ich bin doch eine alte Frau. Ich hänge hier an dem Haus, an jedem Fleck, an jedem Kratzer, sogar am Schwamm im Keller. Riekchen, dafür ist es doch jetzt zu spät. Mutter, wir müssen gehen. Es ist gleich 12 durch. Ich weiß, das Einzige, was dich interessiert, ist, dass es 12 ist. Und meine Kommode. Aber Mutter, wir sind versichert. Die Leute können doch auch nichts dafür. Nicht? Ein Bein ist abgebrochen. Was, ein Bein? Kommt doch alles wieder in Ordnung, Mutter. Jetzt reg dich nicht auf. Was, Mamis Kommode ist demoliert und ich soll mich nicht aufregen? Herbert. Herbert, weißt du, was ich am liebsten täte? In das Haus hier zurückziehen. Ach, Mutter, das geht doch nicht. Die neuen Besitzer müssen jeden Augenblick kommen. Ja, umso besser. Ich werde mit Ihnen reden. Ich werde den Verkauf rückgängig machen. Gestatten, Herrschaft. Mutter, wir stehen im Weg. Komm doch mal mit. Irmchen, pass auf die auf. Ja. Wir haben einen notariell beglaubigten Vertrag geschlossen. Die Leute haben bezahlt. Das Grundstück ist auf dem Katasteramt überschrieben. Du, es hat doch gar keinen Zweck, mit den Leuten zu sprechen. Außerdem hat es gar keinen Sinn, nicht? Wieso hat es keinen Sinn? Wir können es doch versuchen. Nein, Mutter, das können wir nicht. Aber warum können wir das nicht? Weil wir uns das gar nicht leisten können, Mutter. Komm doch mal hier rein. Aber warum können wir es uns nicht leisten? Mutter, weißt du eigentlich, was dieses Haus hier wert ist? Natürlich weiß ich das. 240.000. Ja, Mutter. Aber weißt du, was es in Wirklichkeit wert ist?
keine 170.000. Wieso hast du 240.000 Mark für das Haus bekommen, wenn es nur 170.000 wert ist? Na, weil ich clever bin, Mutter. Und weil ich was vom Immobilienmarkt verstehe. Und weil die Leute, die diesen alten Kasten gekauft haben, ja keine Ahnung hatten von Preisen, nicht? Denen musste man doch einfach eins überbraten. Was meinst du, was die für Augen machen, wenn sie erst sehen, wie dieses Haus hier aussieht? Herbert! Herbert! Das sind ja ganz krumme Sachen. Das sind keine krummen Sachen, Mutter. Das ist das Gesetz der freien Marktwirtschaft. Jeder verkauft zum höchstmöglichen Preis. Die Nachfrage regelt das Angebot. Mutter, Mutter, wir hatten 5 Interessenten. Wenn die nicht so verrückt nach dem Haus gewesen wären, dann hätte ich doch den Preis gar nicht so hoch treiben können. Aber die haben sich ja gebärdet, als stünd das Haus auf einer Ölquelle. Herbert, die Leute werden vor Gericht gehen. Aber Mutter, ich bin doch kein Anfänger. Im Kaufvertrag, ja, da steht klipp und klar, gekauft wie besehen. Mutter, du hast ein Bombengeschäft gemacht. 70.000 Mark Gewinn. Nein, möchte ich nicht. Die armen jungen Leute haben sich sicher das Geld vom Munde abgespart. Ach was, arme junge Leute, die können nicht früh genug Lehrgeld zahlen. Das Leben ist nun mal so, Mutter. Entweder man ist Hammer oder man ist Amboss. Herbert, Herbert. Wie hast du dich verändert? Hier. Hier sehe ich dich noch sitzen. Über deiner lateinischen Grammatik. Mit deinem süßen, kleinen, unschuldigen Gesicht. Mutter. Ach. Mutter, wir müssen gehen. Jetzt ist keine Zeit für Sentimentalitäten. Das sind keine Sentimentalitäten. Das sind meine schönsten Erinnerungen. Da drüben, da in der Ecke, da hast du immer gespielt. Mit deinem kleinen Hamster. Aber Mutter, der ist doch seit einem Vierteljahrhundert tot. Aber er liegt noch immer unter den Rhabarberbüschen. In einem kleinen weißen Schuhkarton. Du hast sogar ein Gebet über sein Grab gesprochen. Mutter! Ja, Herbert, ja, so warst du. Und was ist aus dir geworden? Ein Profitjäger. Ein Mensch, der für Geld alles verschachert. Mutter, du solltest mir dankbar sein. Du hast ein schönes, solides neues Haus, das du jederzeit mit Profit verkaufen kannst. Und 20.000 Mark zusätzlich auf der hohen Kante. Aber ich will dein Geld nicht. Ich will lieber einen feuchten Keller, als ein Kind, das krumme Wege geht. Ich gehe keine krummen Wege. Ich habe ein Geschäft gemacht und ich habe einen Gewinn dabei erzielt. Das machen täglich Millionen Menschen auf der ganzen Welt. Das ist etwas sehr Legales und etwas durch und durch Honoriges. Ja, was ist denn? Die neuen Besitzer sind da. Jetzt hast du es ja glücklich geschafft, Mutter. Pardon. Mahlzeit. Das ist ja willkommen im eigenen Heim. Ja, wir sind schon so gut wie draußen. Ich meine, nur noch so ein paar Kleinigkeiten. Es ist 10:10, Herr Bentin. Seit 10 Minuten gehört das Haus uns. Ja, ist doch klar, Herr Färmer, mein Vertrag ist Vertrag. Nee, gnädige Frau, aber glauben Sie mir, niemand ist das peinlicher als mir. Aber Sie wissen ja, wie das ist. Also, die Spedition, die hatte mir 4 Leute zugesagt, nicht? Und gekommen sind nach... Ist nicht mein Problem, Herr Bentin. Seien Sie froh, dass die neuen Mieter noch nicht da sind. Sind auch Schlamper. Ach, neue Mieter? Ach, sagen Sie, Sie ziehen hier gar nicht selbst rein? Herr Bentin, was ich mache oder was ich nicht mache, ist doch wohl ausschließlich meine Angelegenheit. Wir haben doch Ihr Geld bekommen. Oder haben Sie noch Forderungen? Nein. Wollen Sie etwa damit sagen, dass Sie im Badezimmer bleiben wollen? Ich ziehe nicht aus diesem Haus. Sagen Sie das meinem Sohn. Ja, sind Sie denn immer noch nicht fertig? Also, wenn wir jeden Tag so eine Kunden hätten wie Sie, würden wir uns umschulen lassen. Sind hier nur noch 3 Stück rum. Hacker, auch nicht mehr wie früher. Frühstücken, Zigaretten rauchen, Bier trinken, Möbel demolieren und dann noch frechen. Ist das nicht in Ordnung, was? Seine Mutter will nicht raus, hat sich im Badezimmer verbarrikadiert. Was soll denn das heißen? Das ist ein Scherz, ne? Das ist weiter nichts. Das ist nur ein Scherz. Leute sind das? Na ja, in der Gegend. Was sollen denn die Nachbarn denken? Herbert, ich ziehe nicht in ein Haus, das unehrlich erworben ist. Ich würde mich dort nie wohlfühlen. Mutter, wenn du jetzt nicht sofort die Tür aufmachst,
dann breche ich sie auf, das verspreche ich dir. Herbert, wenn du das tust, dann tue ich mir was an. Was ist denn, Herbert? Sie spielt verrückt, sie will nicht aus dem Haus raus. Riekchen? Na ja, wer denn sonst? Herbert, lass mich. Riekchen, hörst du mich? Hier spricht Irmchen. Riekchen, du musst jetzt rauskommen. Das Haus gehört nicht mehr dir. Das weiß sie doch. Herbert? Ja? Herbert, geh runter zu den Leuten und sag, dass du das Haus zurückkaufen willst. Aber Mutter, womit denn? Das ganze Geld steckt doch im neuen Haus. Dann biete ihnen das neue Haus an. Herbert, sie ist verrückt geworden. Herbert, du weißt, was ich gesagt habe. Es ist mir ernst. Mutter, bitte, ich sage es jetzt zum letzten Mal. Schließ endlich die Tür auf. Nein, ich mach die Tür nicht eher auf, bis du den Vertrag rückgängig gemacht hast. Gut, Mutter. Du willst also das Haus zurückkaufen? Ja. Gut. Aber das lass dir gesagt sein, Mutter. Das ist das letzte Geschäft in meinem Leben, das ich für dich tätige. Momentchen, Herr Ventin, nur noch die Klappe, dann sind wir durch. Lassen Sie das stehen! Bitte? Sie sollen stehen lassen! Wir ziehen nicht um! Halt! Ich hab da ja gesagt. Der Alte hat uns auf den Pika. Ich verstehe das auch nicht. Ist wahrscheinlich so eine Art Schock. Am besten, wir geben ihr ein paar Stunden Zeit, damit sie sich wieder beruhigt. Ich meine, da oben, das stört sie ja gar nicht. Herr Ventin, wir wollen doch hier keine Komödie spielen. Ihre Mutter ist krank. Merken Sie das denn nicht? Meine Mutter ist nicht krank. Herr Ventin, das kommt in den besten Familien vor. Wir möchten nicht, dass in unserem Haus sowas passiert. Was passiert? Geisteskranke, Herr Ventin, sind unberechenbar. Meine Mutter ist nicht geisteskrank! Schreien Sie gefälligst nicht so. Sie sind ja nicht mehr zu Haus. Entschuldigung. Also gut, machen wir es kurz. Es ist mir außerordentlich peinlich, aber es ist etwas Unvorhergesehenes eingetreten. Meine Mutter möchte das Haus zurückkaufen. Ja, ich weiß, es entspricht nicht den geschäftlichen Gepflogenheiten, aber es ist einfach zu viel für meine alte Dame. Sie verkraftet es nicht. Sehr interessant, Herr Ventin. Und wie haben Sie sich das vorgestellt? Ja, nun, Entschuldigung, darf ich mal dazu abnehmen, Frau? Nun, ich habe gedacht, vielleicht könnten Ihre Mieter, ja, erst mal in das Haus ziehen, das ich für meine Mutter gekauft habe. Und wenn ich das verkauft habe, dann, ja, vielleicht in ein paar Wochen. Ganz schön gerissen, Ihre alte Dame, Herr Ventin. Ich weiß nicht, worauf Sie zielen, Herr Herrmann. Ich möchte alles dran, was ich wissen möchte. Ich habe es dabei. Sie haben das Haus nämlich überbezahlt. Wollen Sie damit etwa andeuten, dass Sie uns überfordert haben, Herr Ventin? Ich will gar nichts andeuten und ich habe Sie auch nicht überfordert. Sie haben einfach mehr bezahlt, als das Haus wert ist, nicht? Sie sind auch nicht einer der seriösesten in dieser Stadt, ne? Aber Herr Fährmann, ich erstatte Ihnen selbstverständlich den gesamten Kaufpreis zurück auf Heller und Pfennig. Ich meine, das ist doch nun hundertprozentig korrekt. Wenn uns das Haus nun aber ans Herz gewachsen ist, Herr Ventin. Aber ich finde, jetzt sehen Sie sich doch mal diese alte Bruchbude hier an, ist doch verrottet bis auf den Grund. Wasser im Keller, Schwamm, wohin Sie sehen, jetzt geben Sie es doch zu. Sie haben einen Fehlkauf getan, nicht? Sie sind reingefallen. Also bitte, Herr Fährmann, jetzt drehen Sie doch von dem Vertrag zurück. Ja, haben Sie sich denn etwa eingebildet, wir hätten den Schwamm nicht gesehen? Ja, wieso? Und Sie haben das Haus trotzdem gekauft? Zu diesem horrenden Preis? Herr Ventin, das bisschen Schwamm für die 3 Jahre. Für was für 3 Jahre? Das Haus wird in 3 Jahren abgerissen, Herr Ventin. Was? Das Haus wird abgerissen? Herbert! Ja, sehen Sie. Jetzt ist sie wieder ganz gesund. Ja, so kleine finanzielle Transaktionen sind oft die beste Medizin, sagt mein Arzt auch. Und das habe ich hier gar nicht gewusst. Ich meine, das hätten Sie mir anständigerweise doch sagen können. Herr Ventin. Wenn Sie andere Leute aufs Kreuz legen wollen, dann müssen Sie noch eine ganze Menge dazulernen. Ein kleiner Rat, Herr Ventin. Man verkauft weder ein Haus, noch kauft man eins, ehe man nicht in die Bebauungspläne gesehen hat. Sehen Sie da, wo jetzt Ihr Haus steht, beziehungsweise unseres, wird in 3 Jahren ein Einkaufszentrum gebaut. Ja, die Grundstückspreise steigen dann mindestens um das Doppelte, wenn nicht höher. Ja, ich verstehe es auch nicht, Herr Hoppe. Gestern war sie noch wohlauf, völlig gesund, die Frau. Und nun plötzlich... Ja, das ist das Schicksal, Herr Hoppe. Aber mein Vetter, der ist ja völlig aufgelöst, weil sie doch die ganze Buchhaltung für ihn gemacht hat. Und nun nichts mehr. Da muss man doch helfen. Und ich dachte, ich sage Ihnen lieber sofort, dass ich kündigen muss.
Nein, Herbert, ich bin sehr stolz auf dich. Na ja. Du hast dich großartig geschlagen. Natürlich bist du solchen Menschen nicht gewachsen. Das sind doch Verbrecher, abgefeimte Betrüger. Machen sich die Unwissenheit und Gutgläubigkeit ehrlicher Menschen zu nutzen. Ja, also, aber denen habe ich jedenfalls gesagt. Also du bist ehrlich geblieben. Das ist die Hauptsache. Ja, es hätte schlimmer kommen können, Mutter. Ich meine, immerhin war es ja doch ein gutes Geschäft. Ne? Ich meine, na gut, das ganz große Geld haben wir nicht gemacht. Aber den alten Kasten bist du wenigstens los. Und du hast ein schönes, solides, neues Haus. Ne? Herbert. Ja? Ich habe eine große Bitte an dich. Könntest du so schnell wie möglich dieses neue Haus verkaufen? Was denn, Mutter? Du willst das neue Haus schon wieder verkaufen? Herbert, ich bin nicht mehr die Jüngste. Ich habe ein Anrecht auf einen ruhigen Lebensabend. Mutter, kannst du dir vorstellen, was hier in 3 Jahren los sein wird? Die Hölle, eine einzige Baustelle, Baukräne, Krach, Lastwagen, Dreck. Nein, 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 hier bleibe ich nicht. Ich nehme mir ein hübsches, ruhiges Appartement in der Stadt. Ja, Mutter, daran habe ich überhaupt noch gar nicht gedacht. Du hast recht, wir müssen umgehend verkaufen. Ich meine, wenn sich das mit dem Einkaufs Zentrum hier erstmal rumspricht, dann fallen ja die Grundstückspreise auf dieser Straßenseite rapide. Ich meine, wer will denn dann hier überhaupt noch einziehen? Ja, eben. Inseriere gleich morgen früh, Herbert. Je eher wir dieses neue Haus loswerden, desto besser. Jetzt bekommen wir bestimmt noch den vollen Preis. Fürs Sehen. Irgendein Dummer findet sich immer. Ja.